Thomas Seiler, Sie sind CEO von u-blox. Der Aktienkurs ist momentan ein kleines Feuerwerk oder sogar ein grösseres Feuerwerk. Im letzten Jahr, also heute seit einem Jahr, ist eigentlich der Kurs um fast 70% angestiegen. Noch vor 2,5 Jahren, beim letzten Cash-Interview, ist eigentlich die Aktie ein bisschen vor sich hingetümpelt. Sie haben mit sinkenden Gewinnmargen zu kämpfen gehabt. Was ist seither passiert? Ja, der Aktienkurs ist in der Tat kontinuierlich stark angestiegen. Ich denke, das ist einerseits die Wahrnehmung der Investoren, dass wir kontinuierlich gute Resultate liefern. Und insofern ist also die Aussage, wir haben schlechte Profite nicht ganz richtig, sondern wir haben kontinuierlich gute Profite und eben auch einen Ausbau vom Geschäft, den wir international betreiben. Was man auch wissen muss, ist natürlich das Umfeld und der Hintergrund. In der Halbleiterindustrie ist relativ viel los im Bereich von Merchant Acquisitions und Bewertungen haben stark zugenommen. Also das ist natürlich auch nicht nur in der Halbleiterindustrie, es hat auch damit zu tun, wegen der tiefen Zinssätze. Und das färbt natürlich auch auf unsere Firma ab. Sie sind in einer absoluten Zukunftsbranche tätig. Man hört viele Stichworte Internet der Dinge. Aber es ist trotzdem schwierig, immer das zu fassen zu können. Können Sie uns sagen, wie das jetzt zum Beispiel das alltägliche Leben in der Zukunft wird verändern wird? Ja, es ist nicht so schwierig zu fassen. Es gibt ja sehr viele technische Elemente. Das kann ein Thermostat sein, das kann ein Schalter sein, wo ja einfach eigenständig funktioniert. Wo man aber, wenn man sich überlegt, wenn man die eben vernetzen könnte, könnte man sie zum Beispiel fernsteuern oder man könnte die Sachen besser miteinander koppeln. Also wenn Sie das Zimmer gehen, das Licht anschalten, dann könnte man zum Beispiel die Temperaturregelung verändern. Und all diese Sachen sind natürlich möglich geworden, in dieser Technologie viel einfacher, die Vernetzung ermöglicht, eben der Anschluss ans Internet. Das ist auch über das Internet, wird alles übertragen, was die Information ist. Und es ist genau das, was die Sache antreibt, die immer tiefer werdenden Kosten und natürlich die generellen technischen Möglichkeiten, sprich vor allem, dass man grosse Datenmengen kann, kostengünstig verarbeiten, bringen diese Sache voran. Jetzt, der Erfolg von Ihnen macht Sie natürlich auch attraktiv für mögliche Übernahmen. Das Gerücht, das ein bisschen rumgeistert, ist ja, dass Infineon an Ihnen interessiert ist. Ist schon etwas dran? Ja, es gibt immer Gerüchte und über die gibt es auch nichts zu kommentieren. Was für uns sehr wichtig ist, dass wir mit der Börsenkotierung, die wir haben, sehr gut aufgestellt sind. Das ist extrem wichtig auch für unsere Kunden, dass sie sehen, wie wir finanziell unabhängig sind und eben auch finanziell stark. Wir sind zudem eine sehr effiziente Firma. Wir sind wesentlich schlanker aufgestellt als grosse, vergleichbare Firmen. Wir leisten wesentlich mehr in einer kürzeren Zeit. Wir haben auch das eben unseren Wettbewerbsvorteil errungen. Und insofern gibt es für mich keine industrielle Logik, warum man solche Gerichte umbieten. Also allgemein gesagt, wenn es ein sehr gutes Angebot bekommen, würden Sie nicht Nein sagen? Ja, das liegt ja nicht an mir. Das ist eine Frage an die Aktionäre. Sie ihrerseits sind auch viele Akquisitionen tätig für kleinere Technologiefirmen, um eigentlich neues Wissen anzubauen bei Ihnen. Sind da weiterhin Akquisitionen geplant für die Zukunft? Ja, wir haben 12 Akquisitionen gemacht über die letzten 5 Jahre, meistens relativ kleine. Das heisst, wir haben vielleicht 20 Leute übernommen und so ein Team dann bei uns integriert. Das haben wir eigentlich zu einer kleinen Kunst entwickelt und wir wissen, wie man das macht. Das ist immer sehr schnell und elegant dann auch abgelaufen. Wir haben auch dann ein neues Team können sehr herausfordernde Aufgaben stellen und sie da auch zur Begeisterung bringen. Ich denke, für uns ist schlussendlich das ein kleines Element von der Beschleunigung. Wir kommen schneller, entweder zu Kapazitäten, die wir brauchen, oder aber einfach auch zu zusätzlichem Wissen. Und das hilft uns, gut voranzukommen. Jetzt leiden ja viele Schweizer Firmen unter dem Frankenschock immer noch. Bei Ihnen scheint das gar kein Thema zu sein. Ja, es ist schon auch ein Thema, was uns schützt, ist einmal, dass wir seit langem, also seit vielleicht 10 Jahren, darauf achten, dass wir eine natürliche Absicherung haben. Das heisst, unsere Währungen, die wir auf der Einkunftsseite haben, das sind auch die Währungen, in denen wir unsere Kosten zahlen, vor allem für die Herstellung der Produkte. Wir haben inzwischen auch in den operativen Kosten gegen den Euro eine praktisch natürliche Absicherung. Wir sind dem Dollar ausgesetzt, also wir haben auch in der Vergangenheit jedes Jahr verloren. Wir haben Wachstum verloren, wir haben natürlich absolute Werte verloren, weil der Schweizer Franken sich aufgewertet hat. Aber weil wir stark wachsen, ist das natürlich immer sozusagen untergegangen. Wir haben das können überkompensieren, wenn man so sagen will. Und insofern ist das natürlich eines der Rezepte, wie man mit dem umgehen kann. Solange man kann, durch Ausdehnen vom Geschäft und auch in andere Tätigkeiten dem halt gegensteuern. Aber es ist halt auch natürlich viel mit laufend darauf achten, dass man effizient bleibt.